So, dann herzlich willkommen. Heute zeige ich euch eine App. Und zwar geht es da um die App Mistplay. Mistplay ist eine App. Da könnt ihr durch Spiele spielen, etwas verdienen und euch dann Belohnung auszahlen lassen. Ihr müsst Mistplay ganz einfach installieren. Da gebe ich euch nachher einen Link. Den schreibe ich in die, der steht dann in der, der wird, ja, die gebe ich in die Beschreibung. Am besten, ihr holt euch das dann über die, über meinen Link in der Beschreibung, über das Handy. Weil das ist ein Handyspiel. Da auf Handy und Tablet geht. So. Ihr habt jetzt hier, also ich spiele es ja schon lange. Hier oben, das erste, das ist die Tagesserie. Wenn ihr jeden Tag 5 Minuten spielt, wird es aufgefüllt und nach bestimmten Tagen bekommt ihr 35. Das blaue, das grüne hier sind die Einheiten. Das zweite hier 93, das sind die Spielerabzeichen. In verschiedenen Spielen könnt ihr gewisse Preise freischalten. Das hier, das Wettkampf, das geht, das soll demnächst kommen, aber seit ich spiele ist das nicht da. Und das sind eure Einheiten. Hier könnt ihr gucken, was ihr wann verdient habt. Und so, ja, Punkte. So, es gibt verschiedene Spiele. Also ich habe jetzt hier drauf Slotomania, Forge of Empires, Mafia City, War Machines, Guns of Glory. Diese weißen Balken hier, die zeigen euch an, wie lange noch braucht, bis ihr wieder was gewinnt. Hier zum Beispiel brauche ich nur ganz wenig, bis ich am nächsten Level bin. Ich sehe hier Level 14, Level 17, Level 16, Level 15. Ja, ich kann maximal bis Level 30 spielen und ab Level 30 gewinnt ihr nichts mehr. Also kann ich nichts mehr sammeln. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt hier 2 Spiele fertig. Das ist zum einen ich habe fertig gespielt, also halt komplett ab, also Free Farmville 2, das nehmen wir bei Level 20. Da steht hier, Glückwunsch, du hast alle Figuren Punkte für das Spiel freigeschaltet. Also Level 20, nicht 30. Ihr könnt bei verschiedenen Spielen, nicht bei allen, könnt ihr auch verschiedene hier unten was sammeln. 20 Minuten die Crew gibt ihr 5 dafür. Für die Nachteule. Da spielt ihr zwischen 23 Uhr und 4 Uhr spielt eine Stunde, kriegt ihr die Nachteule. Spieler 5 heißt, nicht im Spiel selbst Level 5 erreichen, sondern von der App Level 5 erreichen. Und Profi-Gamer Level 15 erreichen, ist dasselbe wie bei Steam. Ihr habt ja auch ein Steam-Level, hier das genauso. Ihr könnt ja ein Spiel, also wenn ich hier raufgehe, habe ich das Spiel für 27 zum Beispiel. Seht ihr? Und ihr könnt da quasi, ihr müsst dann für jedes, also das ist mein normales Hauptlevel, in dem Spiel habt ihr aber ein eigenes Spiellevel, ja? Euer Hauptlevel erhöht sich, wenn ihr halt viel spielt und viel sammelt. Ihr müsst aber, es ist aber so in dieser App, ihr müsst aktiv spielen. Wenn ihr nicht aktiv spielt, sammelt ihr auch nichts. Wenn ihr zum Beispiel ein Spiel aufmacht und das Handy hinlegt und das Spiel einfach offen lasst, dann zählt ihr nichts. Ihr müsst aktiv spielen. Ja. Wenn ihr Einheiten habt, ich habe jetzt so viel, könnt ihr in den Shop gehen und könnt ihr da verschiedene Sachen kaufen. Es gibt Amazon Cards, 50 Cent, 5 Euro, 10 Euro. Ihr seht hier, 10 Euro, die habe ich mal zusammen. Ich habe mir letztens eine auszahlen lassen. Ich habe immer die 10 Euro Amazon Card genommen. Und da ich habe 6.000 sowas gehabt, habe ich die auszahlen lassen, weil ich halt aber auch sowas kaufen wollte. Ihr könnt da auch Mastercard Guthaben auszahlen lassen. Es gibt Visa Card. Ihr könnt da Google Play Guthaben euch holen.
H&M-Gutscheine, Flixbus-Gutscheine, Ikea-Gutscheine, Douglas-Gutscheine oder ihr könnt euch hier unten einen neuen Avatar kaufen. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht relevant hier unten. Aber das müsst ihr selber entscheiden, was ihr euch holt. Ja? Hier, ihr kriegt für jeden von den 100 Einheiten, also 100 Punkte. Gehen wir mal drauf. So, diesen Code hier unten, den packe ich euch nochmal in die Beschreibung. Über diesen Code meldet euch bitte bei diesem Spiel an. Ja? Und so helft ihr mir dabei, dass ich 100 Punkte bekomme. Wenn ihr sagt, nee, sowas nutze ich nicht oder so, ist egal. Meldet euch trotzdem an. Wir gucken mal kurz. Müsst ihr über einen anderen zu 50 Punkte, Seht ihr, wenn ihr beitretet, erhalte ich 50 Punkte. Einfach so. Wenn ihr aber selber auf der App Level 4 erreicht, bekomme ich nochmal 100 Punkte. Es hat sich schon mal jemand angemeldet über diesen Link. Ja, das war im Lufo Live Chat. Habe ich den Link mal halt gezeigt. Habe ich über Instagram geschickt oder so. Der hat aber das nicht gefallen. Da habe ich nur 50 Punkte bekommen. Wenn ihr aber Level 4 erreicht, also einfach spielen, bekomme ich 100 Punkte. Den Link hier unten, den packe ich euch nachher in die Beschreibung. Den habe ich jetzt kopiert, den kann ich noch in die Beschreibung packen. So, jetzt zeige ich euch die Spiele. Also, ihr habt hier alle möglichen Spiele. Also hier oben, also es wird immer oben angezeigt, ein Spiel, das momentan sehr gehypt ist, wo ihr halt momentan mehr verdienen könnt. Das wäre in diesem Fall jetzt Caesar Slots. Ja. Hier unten könnt ihr euch ausgehen. Es gibt die Missplay Favoriten. Ja, da könnt ihr aussuchen etwas. Oder ihr sucht nach bestimmten Gerät. Es gibt Automaten, Casual, Rätsel, Musik und sonstige Spiele. Ihr könnt euch das alles hier aussuchen. Wenn ein Spiel gefällt, einfach draufklicken. Das zeige ich euch jetzt mal. Wir installieren jetzt mal, was installieren wir jetzt mal? Manchmal hängt es ein bisschen, Leute, das ist nicht schlimm. Wir installieren jetzt mal, nee, keine Automaten. Wir installieren jetzt mal, Big Fun zum Beispiel habe ich auch fertig gespielt, zum Beispiel. Wie gesagt, Best Fiends ist ein geiles Spiel. Wir installieren jetzt mal, das habe ich alles schon. Wir installieren mal den Toy Brick Rush. Den installieren wir jetzt mal. So, klickt ihr einfach drauf. Dann seht ihr hier. Das Video anhalten. Ihr könnt das Video dann auch anhalten. Ihr könnt das Video anhalten da oben. So, dann seht ihr hier Level 1, 0 Spiele habt ihr. Und dann könnt ihr runter. Also bei diesen Spielen gibt es keine weiteren Errungenschaften. Also ihr könnt euch keine Nachteule, gibt es hier nicht. Zum Beispiel. Dann geht ihr auf Spiel installieren. Dann müsst ihr, so funktioniert Spiel vom Play Store aus. Schaut das Spiel über Missplay, damit deine Spiel erfasst werden kann. Ihr müsst das Spiel dann immer über Missplay starten. Also wenn ihr das Spiel über eure App startet in eurem Desktop, also im Bildschirm, wenn ihr das nicht gesehen habt, dann müsst ihr im App immer über Missplay starten. Dann legt ihr auf Los. Dann lädt es hier unten. Dann müsst ihr das über den Google Play Store oder über den iOS Store runterladen. Je nachdem, was ihr für ein System habt. So, dann geht ihr rein, dann wird das Ding. Dann klickt ihr auf Installieren. Dann werdet ihr normalerweise zurückgeleitet zu Missplay, seht ihr? Und dann wird das geladen für 100%. Das ist auch sehr wichtig, dass das Spiel über hier installiert wird. Damit Missplay auch die Punkte zählen kann. Das geht automatisch. Wenn es nicht gehen sollte, weiß ich nicht warum. Und ja. Wenn ihr anfängt, ein neues Spiel zu spielen,
bekommt ihr ziemlich schnell Punkte, aber halt wenige. Umso mehr Level ihr erreicht, umso mehr Punkte. Seht ihr? Jetzt ist mein Level hier gestiegen. Willkommen, das ist Bastian. Da könnt ihr euch einen Namen aussuchen. So, umso länger ihr ein Spiel spielt, umso mehr, also am Anfang bekommt ihr Level schnell und bekommt auch Punkte am Anfang. Aber halt wenige. Umso länger ihr spielt, umso länger dauert, bis ihr ein Level erreicht, umso mehr Punkte bekommt ihr. Aber ich fange da auch ein bisschen zu spielen, damit ihr das zeigen kann. Ja, also. Ja, wie immer, Tutorial kennt man ja. So. Es müsste gleich kommen, Level 1 fast erreicht. Das wird immer angezeigt. Ja. Und ihr könnt auch in dem Spiel dann sehen, was ihr halt noch machen müsst. Ihr könnt euch mit Ton spielen. Ich habe den Ton dafür ausgewählt, um euch das Video zu zeigen. Ja. Ich kann auch gerne mal weitere Videos machen, wo ihr dann seht, ihr könnt es hier doppelt machen, mache ich jetzt aber nicht. Ja. Ich kann auch mal Videos machen, wo ich Spiele, die ich so habe. Auf dieser App. So. Einfach hier da sitzen oder von unterwegs, wenn ihr im Zug sitzt oder was weiß ich, unterwegs seid oder zu Hause seid und langweilig ist, dann geht einfach hier rein und spielt das. Und ich kann euch versichern, Misplay zahlt auch wirklich aus. Ihr müsst halt eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Eine, wo auch bestimmt reinkommt. Diese Amazon-Gutschein, also ich hab bis jetzt nur, hier seht ihr, Spiel-EP, habt ihr es gesehen? Spiel-EP, fast Level 1. Wenn ich Level 1 dann bin, kriege ich Einheiten ausbezahlt, zum Beispiel. Ihr müsst eine E-Mail-Adresse hinterlegen, wo ihr auch dran könnt. Der Amazon-Gutscheine ist ein, da kriegt ihr einen Code, einen 16-stelligen Code aus Zahlen und Buchstaben. Den müsst ihr bei Amazon eingeben. Und da kriegt ihr dann, für den Code kriegt ihr dann, da habt ihr dann einen Gutschein freigeschaltet, einen Amazon-Geschenkgutschein. Und da könnt ihr dann euer Amazon-Konto aufladen mit Geld. Und dann wird zum Bezahlen dieses Geld verwendet von Amazon, wenn ihr da was drauf habt. Wie das geht, also vielleicht wollt ihr kein Amazon-Gutschein, vielleicht wollt ihr euch Google Play-Guthaben holen. Oder ich habe euch alles gezeigt, was ihr euch holen könnt. Visa und Maestro bringt mir nichts, weil ich habe eine Mastercard. Also kann ich das nicht nutzen. Ja. Das ist jetzt einfach so ein bisschen blöd. Aber ja. Ich mache so noch weiter, bis ich das Level 1 erreicht habe. Ja. Wenn ihr ein Spieler, was richtig geil ist, wo ihr dann, was weiß ich, spielt oder sich Spaß macht, dann sind wir am besten. Weil umso länger ihr spielt, umso mehr sammelt ihr natürlich. Klar, wenn ihr Level 20 erreicht habt, ist das Spiel für euch, also ihr könnt zwar noch weiterspielen, ja, aber es, seht ihr, es mir schon Level 2, zum Beispiel, Levelausstieg. Das, ihr habt jetzt 2 Punkte verdient. Ja, und hier 50 Spiele-EP, das Spiellevel für euren Account. So. 2 Punkte ist wenig, ja, aber es ist Anfang des Spiels. Wenn ihr am Ende des Spiels, also erhöhten Level, erhaltet ihr auch mehr. So, ich gehe jetzt mal zurück.
Keine Ahnung, dass ich weg in die Werbung. So, jetzt seht ihr hier, ich habe es als Abzeichen bekommen. Das kriege ich, wenn ich das Spiel installiert habe. Abzeichen ansehen. So, dann habt ihr das. So, und dann geht. Also, und jetzt habe ich doch gesehen, ihr kriegt jetzt hier die Belohnungen. Ihr seht, ich habe jetzt Level 2. Ihr seht auch hier mal, wie viele Punkte es bringt. Also das hier bringt wenig Punkte jetzt in dem Fall. Seht ihr, Rekrut, ich muss 20 Minuten spielen. Fortschritt. Spiele nach 22 Uhr eine Stunde lang. Also, das sind also 4 Uhr. Wir haben jetzt 4:35 und ich habe jetzt schon 5 Minuten gespielt. Also die Nachteule wird euch angezeigt, wenn ihr das spielen könnt. Ja, das ist also, ihr müsst zwischen 23 und 4 Uhr spielen. Deswegen Nachteule. Hier Spieler und Profispieler. So. Wenn ich jetzt hier zurückgehe und hier drauf gehe, dann sehe ich hier, aha, Teufelsklatsch 2 Punkte bekommen heute. Ja. Ihr seht hier bei Bogenschütze 12, dann habe ich hier bei diesen Arch Racing Bogenschützen 10 bekommen, wegen den Social Gamer, weil ich Abzeichen werde. 10. Hier Best Fiends habe ich Spiele 11 erreicht, 126 Einheiten. Hier nochmal Recruit, hier 7, 5, 2. Das ist halt das Spiel, was ich erst runtergeladen habe. Mit dem Wonka-Slot 30. Die Spielserie hier. Ich habe dann nach der Tage in Folge gespielt. Umso mehr ihr Folge spielt, ihr kriegt immer 35 Punkte. Alle 7 Tage. Ihr müsst aber jeden Tag 5 Minuten spielen. Hier, Best Fiends habe ich die Nike-Eule freigeschaltet. Ja. Hier zum Beispiel seht ihr, hier habe ich mir 10 Amazon auszahlen lassen. Das ist genehmigt. Den habe ich ja schon eingelöst. Davon habe ich mir ein USB Verteiler gekauft. Ich habe meinen Laptop zwei USB-Anschlüsse, brauche aber mehr. Ich habe nämlich die Maus, mein Mikro, mein Galaxy-Licht, mein Drucker sind 4. Deshalb kaufe ich den Verteiler, dann kann ich alles anschließen an den USB-Verteiler. Bei Amazon habe ich mir den gekauft. Wenn ihr diese Belohnungen, diese Nachteule oder was auch immer, ihr müsst das halt schaffen. Und wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr hier unten, da steht dann Belohnung einsammeln. Da müsst ihr Belohnung einsammeln klicken, dann sammelt ihr das ein. Das könnt ihr immer nur einmal sammeln. Ja? Und was ihr halt, das, was ihr zuletzt gespielt habt, wird immer auch ganz vorne angezeigt. Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, wenn ich jetzt, ich gehe jetzt mal hier rein, einfach mal so. Ihr seht, hier habe ich schon alles gesammelt fast. Ich nur noch Schiffe zu reichen. Und Nachteule, ich gehe jetzt mal kurz hier rein. Einfach mal so. So, jetzt geh ich wieder raus. Und jetzt seht ihr, jetzt ist das Aria-Lied am ersten Platz. Also ganz vorne. Das, was ihr immer zuletzt gespielt habt, ist immer ganz vorne. Und Spiele, die ihr nicht mehr spielt oder wenig spielt, rutschen nach hinten. Das zum Beispiel, also jetzt hier, das Ad-Hoc Arena ist zum Beispiel ein Spiel, da bin ich jetzt Level 9. Das habe ich nicht mehr gespielt, schon lange nicht mehr. Also die Spiele, die ihr nicht spielt, rutschen nach hinten. Ihr seht hier Vikings, State of Survival, Death of Empire, King of Avalon, ein sehr bekanntes Spiel. Dann habe ich hier noch Raid Shadow Legends, auch sehr bekannt. Das ist hier nicht so. Das auch nicht so. Ja, Strike Force ist vielleicht Marvel. Dann gibt es hier noch Hexer, Puzzlespiel, Farming 2, Coin Master ist sehr bekannt. Sniper 3D, ja gut. Tennis habe ich hier, Onet, Poker, Zynga, My Little Mafia. Hier habe ich Kniffel. Dann hier Dice, das ist wie. Das ist ähnlich wie Coin Master, aber nur mit Würfeln. Dann habe ich hier diese Ball, also Bälle, drei Bälle. Puzzlespiel, Kitten Match, Race of Kingdoms, Rise of Kings, ja, hier Tiles Hop, Beachjumper, Water Rage, oder Race, also Gelegenheitsspiele, ja, hier Warships, Land of Glory ist auch sehr bekannt, Roger M ist auch sehr bekannt, ja. Das war die App, Leute. Also, den Link installieren, spielen,
und Punkte verdienen. Ja, also ganz einfach. Ihr müsst ja nur auf eure Profile gehen, ihr müsst ja halt euer, also, ja, ein Freundin mitnehmen, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ihr seht ja halt eure gesamte Zeit. Ich habe insgesamt schon 763 Stunden gespielt und 22 Minuten. Ich habe 46 Spiele insgesamt gespielt oder habe sie halt runtergeladen. Ich habe so und so viel Spiel-EP gesammelt. Dann Spiele-Erfahrung, also halt, das ist die Erfahrung in den Spielen, das ist die Erfahrung im Spieler, also für mein Level hier oben, ja, glaube ich zumindest. Dann sind die Punkte, die ich verdient habe. Und höchste Spielerwert ist 20. Ja, das ist so, 20 ist das höchste. Bei Bonus könnt ihr halt gucken. Ihr seht hier, ich habe 5 Minuten gespielt. Ich muss noch 3 weitere Tage spielen. Dann kriege ich 35. Ihr müsst jede Woche halt, ihr müsst jeden Tag 5 Minuten in der App aufhalten, also 5 Minuten spielen. Ist nicht schwierig. Ja. Das wird die Spielserie wird euch angezeigt, wenn ihr die erfüllt habt. Ja. Ihr könnt ihr über Twitter, Facebook, Instagram, YouTube folgen. Da kriegt ihr auch noch ein paar Coins. 15 kriegst du, wenn du den Newsletter abonnierst. Das habe ich, glaube ich. Das habe ich noch. Das habe ich schon gemacht, glaube ich. Ja. Auf Chat könnt ihr halt hier ein paar mit Leuten chatten. Ja, habe ich aber noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Und ihr benutzt den Chat, keine Ahnung. Ja. Das war die App, Leute. Wenn ihr installiert es einfach, guckt es euch an. Wenn es euch nicht gefällt, dann deinstalliert ihr halt wieder. Aber auf jeden Fall installieren. Damit kriegt ihr mehr Coins oder Punkte. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und euch was Gutes zeigen, sage ich jetzt mal. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit der App. Und dann bis nächstes Mal nicht vergessen. Müsst ihr immer kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.